Bei Evil Islands handelt es sich um eine ungewöhnliche Mischung aus Strategie und Rollenspiel, die stark an dasjenige Spielprinzip erinnert, das Blizzard für Warcraft 3 versprochen und erst kürzlich wieder gestrichen hat. Mit einer kleinen Gruppe von maximal 3 Spielfiguren zieht der Spieler durch eine grafisch aufwendig gestaltete Fantasy-Welt, stets auf der Suche nach Wahrheit und Frieden. Voraussichtlich 30 Missionen lang wird es darum gehen, Orks zu bestehlen, Goblins zu verzaubern und nebenbei die zahlreichen Gegner mit Magie, Gewalt oder Köpfchen zu bekämpfen. Automatische Fallen helfen dabei, ebenso wie die Bewohner und Händler der umliegenden Dörfer. Hier gibt es nicht nur gut gemeinte Ratschläge, auch Waffen und magische Gegenstände können in den Siedlungen erworben werden. Für besonders hartgesottene Rollenspieler wird zudem die Möglichkeit bestehen, sich ganz ohne fremde Hilfe durch das Inselreich zu kämpfen, da mit nur wenigen Handgriffen eigene Zaubersprüche und Artefakte erstellt werden können. Evil Islands wird von der Ravensburger Tochter Fishtank voraussichtlich im September dieses Jahres veröffentlicht. Programmiert wird es übrigens in Russland. In einem umgebauten Lagerhaus nahe der Themse werkeln die Bitmap Brothers derzeit fleißig am Nachfolger des Strategieklassikers Z. Nach mehr als 4 Jahren Entwicklungsarbeit beschäftigen sich die Briten in diesen Tagen mit dem Feintuning der Benutzeroberfläche und führten uns exklusiv die ersten spielbaren Levels ihres jüngsten Produkts vor. Z2 war von Anfang an als 3D-Strategiespiel geplant und benutzt eine neu entwickelte Technologie, die den Spieler mit beeindruckenden Lichteffekten und einer realistischen Physik begeistern soll. Aber auch auf der spielerischen Seite erwarten Z-Veteranen einige grundlegende Neuerungen. So können PC-Generäle in Teil 2 den Basisbau in die eigene Hand nehmen. Jede eroberte Landparzelle versorgt ihre Armeen mit Energienachschub, den sie in Roboterfabriken, Fahrzeuge und Fußvolk investieren. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen wie im Vorgänger die chaotischen roten Kampfroboter. Diesmal allerdings besitzen die kämpfenden Blecheimer eine Vielzahl neuer Fortbewegungsmittel. So können sie in Z2 erstmals mit Schiffen die Meere unsicher machen oder ihre Feinde in Helikoptern und Stealth-Bombern aus der Luft beharken. Erscheinen soll der Strategietitel Anfang kommenden Jahres. Im Action-Rollenspiel Dungeon Siege geht's wild zu. Sie steuern ihre Recken durch eine wunderschön gestaltete Landschaft, in der es vor feindlichen Kreaturen nur so wimmelt. Strategische Elemente und eine ausgewogene Steuerung dürften Diablo 2-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen.